Hey Leute, wir machen heute eine ganz besondere Challenge in Clash Royale, denn heute haben wir das globale Turnier und werden dort alle 18 Decktypen, also Win Conditions, spielen, die es in Clash Royale gibt, in einem Video. Das beste Deck für jede Win Condition, also auch ein sehr hilfreiches Video hoffentlich. Das heißt, wir haben hier alle Win Conditions, Widerreiterin, X-Bogen, Funkie, das sind die Karte, auf die das Deck eben aufbaut, zum Beispiel Ballon, Golem, ne, und so weiter. 18 Stück davon gibt es insgesamt. Hawk, Lavahund werden heute alle meistern. Ich bin aber gespannt, ob ich es hinkriege. Ich war ja früher E-Sports-Spieler, also da muss man verschiedene Decktypen drauf haben. Aber alle 18 ist schon knallhart, ich würde sagen. Wir legen los. Auch die Decks zum Kopieren, glaube ich, übel geil. Jede Deckart wird drin sein und zu jedem das beste Deck. Ich würde sagen, auf geht's. Wenn ihr mich supporten wollt, wie immer, gerne Creator Code Jonas im Shop nutzen. Und wir können auch einiges an Bonusbelohnungen gewinnen. Kann ich mal kurz zeigen. Und zwar hier eine ganze Menge an Truhen, die wir hoffentlich am Ende öffnen werden. Auf geht's. Als erste Win Condition haben wir die Widerreiterin. Hier haben wir folgendes Deck, was aktuell am stärksten ist. Mit dem Healgeist, dem Feuerball, Elektromagier und Magieschütze. Und natürlich dem Golden Knight. Falls ihr den nicht habt, könnt ihr noch austauschen. Zum Beispiel mit Valkyrie, dem Königsgeist oder mal mit Nitin. Okay, auf geht's. Der Playstyle von Widerreiterin ist eigentlich relativ aggressiv, würde ich sagen. Also gerade aber eher für die Doppeltippe zum größeren Push oder hier. Zum Beispiel können wir schon mal in die Brücke reingehen, würde ich sagen. Man muss aber genau aufpassen, weil die Widerreiterin eben kein Schweinereiter ist. Also ihr dürft auch nicht zu aggressiv gehen, wie mit jeder anderen Win Condition. Natürlich auch. Erster Feuerball ist drin, das passt. Und das Geile bei der Widerreiterin, in vielen Matchups könnt ihr sie auch defensiv sehr krass nutzen. Ey, was ist das denn jetzt? Wir können, egal, bring noch einen Elektromagier drauf. Also, der Gegner spielt offensichtlich Mauerbrecher Cycle. Ganz klassisches Deck. Mit dem Ritter leider auch noch. Das ist ein bisschen nervig. Vielleicht ist er schlecht. Nee, ist nicht schlecht, schade. Okay, das war jetzt natürlich ein mieses Log-Timing für uns. Bring mal hier einen Magieschützen drauf. Ich hoffe, jetzt keinen Feuerball. Ansonsten kann er echt nämlich jetzt sehr gut wegrasieren, macht er auch. Müssen wir eher auf die doppelte Elixierphase gehen, würde ich sagen. Kacke, jetzt hat er die echt noch reingebracht in der Sekunde. Jetzt muss der Elektromagier auf jeden Fall bitte seinen Job machen, aber das macht er. Sehr gut gemacht noch, sehr nice. So, hat er jetzt einen Lockwear Cycle? Ich denke schon. Also lieber abwarten, keinen Healgeist bringen. So, und jetzt hält der Bombenturm aus dem Cycle raus. Das Ding ist halt, ach, der ist tot, okay, nice. Und jetzt ist halt Zeit für eine Widerreiterin. So, er kann jetzt einen Log bringen, aber es ist ziemlich egal. Wutzauber ist drauf, wir warten es einfach ab. Log ist es raus. Warten darauf ab, bringen jetzt einen Healgeist nach. Und genau so kann das Deck halt funktionieren. Und dazu hätten wir auch einen Magieschützen. Mit letzter Healgeist auch noch. Nee, kacke, der hat einen Ticken zu spät. Jetzt hätten wir Elixier von Magieschützen noch gehabt. Das ärgert mich. Egal. Okay, Doppel-Elixierphase. Bringen jetzt hier einen Golden Knight rein. Müssen sehr aufpassen. Okay, nehmen wir jetzt einen Elektromagier. Und hier noch mal ein bisschen Schaden. Das passt. So, den lassen wir wieder schön chargen. Hier warten wir ab. Den Feuerball-Value immer schön ausnutzen. Das ist ganz wichtig. Zack, das passt. Jetzt gibt es hier eigentlich einen. Okay, doch nicht ganz so entspannten Magieschützen, wie ich dachte. Bringen wir noch einen Elektromagier defensiv. Ja, das war echt nicht so gut. Oje. Komm, ein Hit wenigstens von mir. Oh, sehr, sehr geil. Wichtig. Okay, so. Dann würde ich sagen, genau, gibt's einfach einen Golden. Nein, die müssen auf jeden Fall noch chargen lassen auf ganz safe. Oh, das war wichtig, okay. Magieschütze offensiv, er hat ein bisschen verschlafen. Außer, nee, der Bombenturm ist nicht im Weg, sehr gut. Log war jetzt aber auch stark von ihm, das muss er echt aufpassen. Jetzt ist hier einfach Barbarenfass und den Elektromagier. Gut, dass es Barbarenfass alles trifft. Aber wir bringen auf jeden Fall noch einen Elektromagier davor, müssen wir leider. Und hier würde ich einfach immer wieder den Feuerball-Value nutzen. Also wenn er uns den so gibt, dann schreit es ja. Und das hier schreit nach einer Widerreiterin offensiv. Und jetzt könnte es mit ein bisschen Glück, wenn es klappt, den perfekten Magieschützen geben. Ah, ich habe verkackt. Ich habe verkackt. Warten würde ich sagen ab. Genau, perfekt. Elektromagier bei Bahnfass, das passt schon. Ja, trotzdem, da habe ich verkackt, den Magieschützen, das ärgert mich. Jetzt wäre der Schaden wäre ganz wichtig. Zwei Hits. Und das haben wir. So, erstes Match. Da kam es vor allem drauf an, ein bisschen defensiver teilweise zu spielen und dann im richtigen Moment die Widerreiterin reinzubringen. Dieses X-Bogen-Deck ist mit großem Abstand das beliebteste Deck aktuell. Mit dreimal so viel Nutzungsrate wie Platz 2. Habe ich noch nie gesehen, tatsächlich gefühlt. Queen haben wir dazu. Dazu den Elixiersammler Mini-Packer Cycle. Ganz wichtig, wenn ihr die Queen nicht habt, spielt entweder Elektromagier oder eine Musketierin. Oder Bogenschützen. Ah, das ist, glaube ich, ein Bohrer. Bring einfach einen Elektrogeist einmal rein. Wieso hat der nicht geklappt? Alter, WTF, wofür habe ich den überhaupt gebracht? Das Interessante bei dem Deck ist natürlich vor allem, dass wir die Pumpe und den X-Bogen haben. Ah, das ist verkackt von ihm. Das ist ja praktisch. Und jetzt haben wir halt einen großen Vorteil. Also jetzt gibt es einen Mini-Packer vor den X-Bogen. Also nach dem Entfernen müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. An sich bei diesem Deck kommt es drauf an. Die Pumpen, cyclen, ihr könnt vor allem allgemein sehr krass cyclen. Das können wir auch hier beschützen. Das kann man locken in der Sekunde rein, egal. Feuergeist. Ihr könnt immer wieder schnell die Pumpen cyclen, könnt dann auch den Gegner outcyclen mit euren X-Bögen. Okay, nächste Pumpe. Okay, so, Rakete bei mir jetzt wieder raus. Das ist halt jetzt die Frage. Wir wissen, dass es auf jeden Fall ein Dings spielt. Wie heißt es? Ein Inferno-Turm, deswegen. Wir machen es trotzdem. So, X-Bogen rein. Jetzt trickst du ihn so ein bisschen aus. Dann müssen wir mit Elektrogeist und Skellies davor. Ah, Ticken zu spät. Der Minipacker muss es schnell machen. Doch, war gut. Sehr gut. Wie kann dieses Deck funktionieren? So, jetzt am besten hier noch ein paar X-Bogen-Hits. Und damit sind wir eigentlich schon in Log-Reichweite so ziemlich. Ich glaube, dann sind wir sogar in Log-Reichweite. Können wir den Feuergeist nach hinten bringen, Elektrogeist zum Druck zu machen. Und jetzt gibt es einfach den hier. So, Bogenschützenkönigin defensiv, Minipacker da drauf und noch ein Log-Defensiv. Und ihr seht, die Verteidigung basiert natürlich vor allem auf Minipacker Queen und so weiter. Das ist eigentlich so das Wichtigste. Gute Rakete, aber bringt jetzt auch nichts mehr. Queen drauf. So, zack. Log war ein bisschen früher, aber ist nicht schlimm. Queen habe ich jetzt gar nicht gezündet, einfach abgehoben, aber Feuergeist wieder im Druck zu machen. Müssen wir ein bisschen aufpassen, aber jetzt können wir eigentlich halt einfach auf unsere Defensive hier setzen. Ne? Wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. So, zack. Ist auch gar kein Log wasten. Reicht das Log überhaupt aus? Ich bin mir gerade unsicher. Wenn nicht, haben wir nochmal ein Problem vielleicht, aber ich glaube, nee, es reicht nicht aus, perfekt. Aber das ist halt auch krass, ne? Also, da kann man halt auch echt ganz gut Log Cycle betreiben. Sehen wir hier nochmal.
Mini-Packer, Log drauf. Und das heißt, bisher sind wir ungeschlagen mit den ersten beiden Win-Conditions. Und X-Punkt bin ich echt froh, dass ich hinter mir habe. Das mit Abstand beste E-Giant-Deck ist das hier mit dem Golden Knight. Da hat es immer den Inferno-Drachen, den Feuergeist drin und so weiter und so fort. Ihr könnt auch die Queen spielen statt Golden Knight. Oder auch vor allem den dunklen Prinzen. Das würde ich euch vielleicht eher empfehlen. Oder auch statt Inferno-Drachen Mega-Minion. Dann natürlich in Inferno tue ich ausgerechnet gerade einen E-Giant reingesetzt. Trotzdem ging der E-Giant noch einigermaßen in Ordnung. Er musste immer noch den. Oh, wir müssen auf jeden Fall. Oh, kacke. Jetzt habe ich den Start komplett verkackt, weil ich nicht aufgepasst habe. Also, wenn ich das Game verliere, rege ich mich auf. Also, Gegner spielt Lockbait, Inferno-Turm. Okay, bei E-Giant allgemein ist es eigentlich ziemlich einfach. Ihr müsst in den ersten 2 Minuten defensiv bleiben und dann eben offensiv mit dem E-Giant reingehen. Außer natürlich, es kommt irgendwie eine Situation, wo ihr einen großen Elixier-Vorsprung habt. Dann könnt ihr ganz gut reingehen. Und hier können wir perfekt den King Tower anmachen. Okay, mal schauen. Aber Inferno-Turm ist das ziemlich das Schlimmste. Das gibt einen sehr guten Bomber. Wir bringen eigentlich auch direkt einen Golden Knight dazu, würde ich sagen. Er macht Angst gut. Wobei, ist nicht schlecht für uns. Ich meine, er muss auch noch hier einen Lock setzen. Problem ist halt, wir haben in diesem Deck jetzt kein Barbaren fast drin. Das ist halt bitter. Normalerweise ist Offset Feuergeist noch ein Barbarenfoss drin, aber nicht in diesem Deck scheinbar. Der Tornado war auch ein Ticken zu früh, aber wir kriegen nur einen Hit, ist in Ordnung. So, wir sind gleich in Doppel-Elixier-Phase, müssen jetzt hier einen Golden Knight reinbringen und jetzt brauchen wir eigentlich hier einen Lightning. Gleich haben wir Glück und Treff, genau, sehr gut. So, jetzt lassen wir den schönen Charge schon einmal. Junge, wer spielt bitte Valkyrie, Mega-Ritter zusammen mit dem Inferno-Turm? Das wird verdammt schwierig werden zu gewinnen. Der erste E-Jet ist schon mal dran, aber ich weiß halt jetzt nicht, wie ich gleich deffen will. Machen das mal so, würde ich sagen. Ja gut, das war jetzt gut. Vor allem ist trotzdem auch 4 Elixier, die ich rauskomme, aber das auch nicht sein müssen. Aber was wir jetzt machen können, ist den hier. Und dann müsste es eigentlich klar gehen. So, da bringt er auch schon die ersten Emojis. Er weiß schon, dass er jetzt ein Problem hat. Das ist sehr gut. So, jetzt bringen wir noch einen Bomber schön ein bisschen zur Seite rein. Genau, sehr nice. Und jetzt können wir eigentlich direkt den E-Giant reinbringen. Das war sehr teuer für ihn. Wir haben auch sehr guten Schaden gemacht. Einfach direkt den nächsten E-Giant rein. Hauen jetzt hier ein Lightning drauf. Das ist halt mega entspannt jetzt. Ne? Der E-Giant wird jetzt auch ein bisschen hier den genau wegstunnen. Und jetzt muss er aufpassen, der Entferntere. Ha, Junge. 13-0 schon mal. Sehr geil. Damit kommen wir zum besten Deck für den Funky. Eigentlich ist es auch direkt das beste Deck für den Koboldriesen, denn der wird nur zusammen mit dem Funky wirklich gespielt. Das heißt, wir haben Koboldriese, Funky mit dem Healgeist, dazu E-Bubs und dem Dark Prince und natürlich dem Wutzauber. Okay, also wir starten rein mit Goblin Giant. Also, relativ einfach. Erste 2 Minuten defensiv bleiben und am Ende einfach diesen großen Goblin Giant Sparky Push. Sparky mal zuerst aus Zelt, dann davor der Goblin Giant und ja, da kann eigentlich auch nicht viel schief gehen. Wir spielen jetzt hier mal einen ziemlich ungewöhnlichen Wutzauber, würde ich sagen. Ich meine, warum eigentlich nicht? Da gewinnen wir easy das 1 gegen 1. Die Queen wird auch noch relativ gut sterben, schätze ich mal. Ich glaube, hier geben wir sogar. Ne, wir machen sogar einen Dark Prince drauf, der noch defen muss. Healgeist könnte man noch dazu setzen. Ich lasse aber jetzt. Das passt schon. Oder charge nicht. Schade. Das wäre sehr, sehr nice gewesen. Der Gegner spielt einfach einen Sparky. Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit einem Sparky. So, ich mache jetzt hier einen ganz weirden Healgeist, dass er jetzt nicht rangezogen wird. Sehr nice. Und jetzt ist für uns das Timing gekommen. Das war jetzt ein sehr offensiver. Okay, das Erdbeben war halt absolut lost. Das war jetzt komplett für ihn. Und jetzt bin ich halt sehr gespannt, was er jetzt machen. Wir warten jetzt ab. Und sobald der Sparky jetzt hier in Range ist, genau, Wutzauber drauf und jetzt wird's ganz hässlich. Ich meine, es war halt auch schon viel zu offensichtlich. Der Fischer ist auch instant down und es gibt noch einen Schuss und der Turm ist weg. Das kann halt nur so ein Sparky-Push so ein richtig guter. Wir bringen jetzt direkt die E-Bubs drauf, einfach aus dem Grund, dass er die Queen nicht nochmal zünden kann. Die ist direkt weg und dann noch E-Bubs auf dem Feld. Besser geht's nicht. Dann würde ich jetzt sagen, bringen wir jetzt sogar schon ein bisschen früher den Sparky rein, einfach damit er jetzt hier nicht den Königsriesen davor bringen kann. Vielleicht war es jetzt auch schon ein Ticken zu früh, aber ich meine an sich, der Sparky wird das jetzt hier wegschießen. Klar, er kann natürlich jetzt hier noch einen Königsriesen reinbringen, aber was will er jetzt machen, frage ich mich. So, der wird jetzt schön ausschalten. Jetzt würde ich sagen, lassen wir das einfach so zu. Bringen jetzt hier noch einen Goblin Giant rein. Warten jetzt hier ab. Bringen jetzt hier nämlich den Dark Prince rein. Jetzt bin ich sehr gespannt. Kann er gerne so machen. Dann würde ich sagen, hauen wir jetzt hier einen Wutzauber drauf und noch einen Healgeist auf die andere Seite. Und das wird jetzt brutal gut werden. Passt auf. Das ist schon sehr krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Der andere Tor wird jetzt fallen. Jetzt können wir hier einfach kurz abwarten und die E-Bubs noch reinbringen. Die splitten sich. Es gibt's. Ist perfekt. Das, jetzt können wir einfach den Sparky reinbringen. Der kann jetzt die Queen direkt. Ja, das haben wir sowas von. Der Sparky schießt nicht. Aufpassen, schnell. Zu spät. Es kann immer knapp werden sogar. Aber eigentlich. Oder? So, Healgeist, muss es bitte kiten. Okay, dann noch knapp werden können, aber ich meine, wir haben 2-0 gewonnen. Wir kommen zum besten Deck für Friedhof. Friedhof habe ich auch lange Zeit competitive gespielt. Aktuell ist das die beste Variante. Statt Ritter von früher haben wir den Skelettkönig drin. Ihr könnt auch Valkyrie spielen. Das ist No-Damage-Deck, kennt ihr alle. So, Zappies, mal schauen. Also, Friedhof allgemein, relativ simpel erklärt, ne? Ihr kennt das Prinzip. Ihr müsst einfach defensiv spielen und dann die Friedhöfe immer wieder reinbringen. Ist auch gerade ein relativ gutes Deck für die Doppel-Elixier-Phase, finde ich eigentlich. Und gerade dieses Defensive ist halt krass. Gerade der Kraft in der Mitte ist halt sehr geil, der Tornado defensiv haut auch richtig gut rein. Vor allem die Eismagier Tornado Babytrache kommen hier mit dem Grabstein, wo dann alle Truppen nach hinten ziehen und noch einen Poison draufhauen. Und vor allem der Poison kann ja nochmal verlangsamen seit Neuestem. Das ist eigentlich auch ganz geil. So, ich würde es eigentlich ganz gerne in King Tower aktivieren. Vielleicht klappt das ja. Nice. Und besser geht's nicht. So, und das ist halt krass. Wir haben fast keinen Schaden kassiert. King Tower ist halt komplett insane, ne? Wegen Tornado. Wir spielen das ganz, ganz klassisch aus. Ne? Wir gehen auf die Doppelte und gehen dann einfach mit dem Friedhof beschreiben, wenn es es anbietet. So. So, Gegner spielt jetzt hier die Flugmaschine drauf. Wir warten jetzt hier kurz ab und spielen jetzt unseren Baby dran, dass der Grabstein auch schön natürlich stehen bleibt. Das ist wichtig. Muss ich ehrlich sein, ich fand den Feuerball geil. Der war echt smart eigentlich von ihm. Warnfass hier nochmal drauf. Und dann würde ich sagen, ich meine, das ist eigentlich ein gutes Beispiel auch für einen richtigen Value-Tornado. Schaut euch den an. Die Flugmaschine war natürlich sehr smart von ihm gesetzt, aber ich glaube, jetzt können wir eigentlich sogar noch reingehen. So, wir bringen jetzt hier auch direkt den Dings.
Wir zünden den auch direkt und jetzt sehen wir halt, was auch das Miese an diesem Deck ist. Und schaut euch diesen Spam jetzt an. Die Queen hat gar keinen Bock. Die Skellies sind noch so ein bisschen nach außen gelaufen. Und wir machen halt schon mal sehr guten Schaden. So, Flugmaschine kommt rein, ist fein. So, Babytrache. Ich habe diesen sehr Sekunden nach vorne gezogen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Timing war, aber ich glaube aber schon, oder? Jetzt kommen wir hier noch einfach ganz nicht mal das hier rein. Jetzt gibt es hier noch das hier einmal und nochmal Bahnfoss drauf. Law kommt auch zu früh. Es ist halt, ne, mit dem aktivierten King Tower halt vor allem in Verbindung ist das halt brutalst gut. Jetzt hätten wir sogar auf der anderen Seite den Friedhof bringen können. Habe ich jetzt nicht gemacht, egal. Jetzt bringe ich hier den Poison drauf, würde ich sagen. Ich bringe jetzt sogar noch den Friedhof ran. Die Queen wird nämlich auf jeden Fall sterben. Der Eismagier wird, glaube ich, jetzt noch ganz entspannt supporten. So, okay, Eismagier wieder hinten. Das kann natürlich einen guten Feuerball bringen, aber ist in Ordnung. So, zack. Bisschen früh vielleicht, aber passt. So, Babytrache drauf. Und der Tornado war jetzt nicht unbedingt nötig, aber den kann man schon spielen. Und schaut euch halt das an, ne? Diese Verteidigung ist halt dieses andere Level einfach. Ich würde den Poison so oft es geht hier drauf spielen. Das lohnt sich einfach zu krass. Kein mal Bahnfass, das brauchen wir gar nicht, glaube ich. So, war ein bisschen früh, aber ist nicht schlimm. Der Dings gab trotz. Ah, okay, das ist nicht so optimal, muss ich sagen. Wir nochmal sowas hier rein, aber ist nicht schlimm. So, und jetzt passt nochmal auf, hier zum Beispiel. Es wird normalerweise jetzt kritisch werden, aber jetzt hier mit dieser Verteidigung. Es ist halt krass, wir kassieren fast keinen Schaden, ne? So, was wir jetzt machen können, ist, würde ich sagen, wieder Poison drauf, wie immer. So, warten ab. Ich würde sagen, wir zünden auf jeden Fall gleich wieder die Fähigkeit vom Dings. So, zack, passt auf. Es ist halt so ein Gespam. Muss es gleich irgendwie ein Log oder so drauf spielen. Der Grab schon rein. Wir spielen den Poisons rein defensiv, dass die Flugmaschine auch auf jeden Fall davon sterben wird, ganz entspannt. Jetzt hier, das ist heftig, können wir einfach so spielen. Zack. Und sogar noch einen defensiven Eismagier drauf. Einfach vom Dropschaden nochmal oben drauf. Letzter Friedhof, um nochmal Druck zu machen. Und das ist halt absolut Wahnsinn. Poison immer gefailt, ist völlig egal. Ihr seht, die Verteidigung bei diesem Deck ist Bombe. Wir kommen zur nächsten Win Condition mit dem Ballon. Ballon ist ziemlich geil, ne? Ist eine Karte, die sehr viele hassen. Wir haben dazu den Bowler mit Babytrache, Inferno-Drache und dem Holzfäller. Wenn ihr irgendwas nicht habt, einfach austauschen mit einem Minitank zum Beispiel hier. Den Bowler gegen eine andere Flächenschadenkarte. Genau. Also wir bleiben defensiv bei dem Deck, ne? Wir warten einfach die ersten 2 Minuten, wenn es geht. Das ist echt ein krankes Deck für die Doppelte. Okay, Gegner spielt einen Dark Prince. Wir haben jetzt gerade nicht den allerbesten Cycle gehabt. Ich würde sagen, wir warten erstmal ab. Was ist denn das ist für eine Offensive? Trifft die auch? Nee, ich habe mir jetzt extra den Frost aufgehoben, war die richtige Entscheidung. Ich hoffe, der Snipe ist von drüben, der Inferno. Der ist noch am Bootzauber jetzt, das war sehr gut. Ah, das ist perfekt. Wir könnten noch eigentlich direkt sogar noch, wobei das wäre, wir wissen eigentlich, was er noch so spielt, aber der Inferno-Turm wäre alles nur Cycle raus gerade, ne? Wäre halt jetzt eine Option einfach, wir gehen einfach rein, komm, ich mach's mal. Wir wissen halt nicht, was er jetzt noch spielt, ist ein bisschen, ist sogar sehr riskant, wir wissen es halt jetzt nicht. Aber ich meine, Rakete und Inferno-Turm ist aus dem Cycle raus. War sehr lucky, also muss auch wirklich sagen, der Typ spielt Inferno-Turm und Rakete. Okay, Doppel-Elixier-Phase, der spielt Inferno-Turm und Rakete. Das ist noch lange nicht gelaufen, das Game, wir müssen echt aufpassen. Ich weiß auch nicht genau, wie wir irgendwie Schaden machen wollen, nämlich. Das ist so mein großes Problem. Da müssen wir echt aufpassen. Das Problem ist eigentlich vor allem genau das hier, dieser Kack-Inferno-Turm. Ich hau am besten schon meinen ersten Frost raus. Ist ja auch ein bisschen Schaden zumindest. Und wir kriegen hier einen ganz guten Value raus. Aber ich sag's so, wie es ist. Das wird nicht gerade leicht werden. Ich glaube, wir spielen am besten einfach einen Ballon rein und werfen hier mit einem Holzfäller. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zu viel Value genau für die Rakete geben. Das Ding ist halt jetzt, ne, die Rakete ist draußen, aber wir können halt auch unmöglich jetzt reingehen. Müssen den nächsten Bowler spielen. Also ihr seht schon, das ist. Ja, wir haben zwar den ersten Turm, aber wir haben noch bei weitem nicht das Game gewonnen. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen will. Ich würde halt wieder vorschlagen, dass wir jetzt einfach den Turm frosten. Auch wenn es doof aussieht. Und jetzt vielleicht ein Ballon noch rein. Wenn wir King. Ich glaube, wir können den King nicht aktivieren, oder? Das könnte. Er muss sowieso eine Rakete noch drauf spielen. Das ist entspannt. Also das wird ein brutales Spiel werden, ey. Wenn wir das noch verlieren, bin ich sauer. So, Holzfäller-Block ein bisschen. So, machen wir so. Und frosten es halt wieder mal. Der ist nicht gestorben. Wichtig, sehr gut. So. Und jetzt würde ich gerne eine Rakete so damit rausforsten. Nee, okay, er muss sowieso einen Tunnelgräber spielen. Noch besser. So, jetzt. Der Bowler muss jetzt hoffentlich auch gedefft werden. Er muss jetzt auch eine Rakete reinspielen. Ist auch völlig in Ordnung. Oder auch ein Inferno ist auch gut, kostet mehr Elixier. Müssen, glaube ich, sogar auf 1-0 spielen, oder? Ich weiß es nicht. Können wir den nicht ranziehen, wenn ich nicht doof bin? So, wichtig. King Tower ist auch aktiviert. Ey, es wird zu hässlich werden, ne? Wir dürfen halt auch jetzt keinen Raketen-Value zulassen. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Komm, dann gehen wir wieder rein, würde ich sagen. Dann gehen wir nochmal rein. Ich versuch's. Das ist so doof, ne? Keine Ahnung, ob es wert war. Aber er muss auf jeden Fall noch was setzen. Er braucht die Rakete wieder. Er braucht die Rakete safe. Das ist halt, er schafft es halt immer wieder so zu deffen, das nervt. So, Holzfäller in dem Fall dann defensiv davor. Bei Bahn fast schon mal dran, dass er auf jeden Fall nicht so viel Schaden rauskriegt. So, was wieder jetzt? Wir müssen wieder frosten, ist so doof, ich hasse das. Ballon rein, vielleicht setzt die Chance. Gute Luftpost natürlich für ihn. Und wenn jetzt der Todesschaden rankommen würde, das wäre es halt. Yes, er verfehlt. Alter, ihr seht, manche Matchups sind echt grauenvoll. Wir kommen zum besten Deck für den Koboldbohrer. Hier haben wir aktuell das Deck, was einer der stärksten in der Meta ist, mit der Kanonenkarre, Elektromagier und Magieschütze. Goldene Ritter kann man auch austauschen, wieder mit einer Banditin zum Beispiel oder auch mit der Valkyrie, würde ich sagen. Diese schützt immer noch mein Spiel ab, ich hasse das. Haben wir jetzt schon verloren? Alter, ohne Witz, ich hasse das. Das kann nicht wahr. Wenn wir das noch gewinnen, bin ich happy, aber wenn wir es verlieren, bin ich echt sauer. Okay, müssen es maximal reinschwitzen. King Tower Flawless aktiviert und direkt den Koboldbohrer vorne dran noch geschoben. Er hat noch einen Mega-Ritter. Ich kotze, Alter. Ich habe auch kein Elixier gerade. Und jetzt irgendwie noch. Was wir jetzt machen werden, wir gehen jetzt komplett gegen Offensive. So, Elektromagier Cannon Card. Ja, gut, der Königskreis wäre jetzt aber auch, oder? Na gut, einen Hit haben wir vielleicht verhindert bekommen. Ich weiß es nicht.
Ja, wir sind doof, die Bats. Oder die eine Bat wird es aber auch nicht so viel machen können, schätze ich mal. Wir bringen echt noch einen Magieschützen. Die eine Bat ist dann auch weg und wir haben noch einen Magieschützen auf dem Feld. Ich muss es eigentlich so übel den weirden Co. Ey, ey, ey. Oh, Kacke, nee, jetzt habe ich verkackt, oder? Boah, das ist gerade echt Panik, jetzt müssen wir aufpassen. Und den müssen wir jetzt auf jeden Fall verteidigen. Hat er überhaupt einen großen Spell? Er hat einen Freeze, okay. Was wir jetzt machen, ist den hier. Wobei, er wird ihn wahrscheinlich aufhalten auf der rechten Seite, schätze ich mal, wenn er smart ist. Ja, Kacke. Habe ich jetzt einen Bomber reingebracht, tut weh. Wir müssen defensive Koboldbohrer auf jeden Fall nutzen. So viel ist klar. Ich bin jetzt schon in den ersten rein. Yes, das war klar. Sehr schön. Das wollten wir. Das ist ein Elektromagier. Das wird der Maler. Bitte mal, dass er keinen Hit rauskriegen, oder? Komm, bitte. Jawohl, sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, was er jetzt machen will. Wir bringen es auf die andere Seite in Golden Knight rein, machen damit das Druck. Und wenn wir jetzt gleich noch. Oh, sehr schön. Können wir damit. Wenn wir damit absnappen können, hätten wir so gut wie gewonnen, glaube ich. Ja, aber zu spät, leider gesetzt. Nein! Der Frost kommt! Der Tornado hat ausgereicht. Das habe ich gemacht. Damit stehen wir aktuell bei 6 Siegen und kommen zur 8. Win-Condition mit dem Golem. Früher meine beste Win-Condition. Ich war sogar im Halbfinale mal von einem E-Sports-Turnier, von einem größeren. Skelettkönig haben wir. Genau, wenn ihr den Skelettkönig nicht habt, könnt ihr ihn austauschen. Wieder mit dem dunklen Prinzen zum Beispiel oder mit dem Holzfäller oder auch mit dem Minipacker. Ich will jetzt den Grabstein nicht racen für eine Banditin. Ich würde es lieber den King Tower anmachen eigentlich. Also Golem wisst ihr, ersten 2 Minuten auf jeden Fall defensiv bleiben. Und jetzt ist es halt optimal. Der King Tower ist aktiviert und das ist halt perfekt. Genau das möchtet ihr. Nein, 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 nein. Das macht er jetzt nicht. Ah, der King Tower ist an. Ich kann auch der andere ein bisschen rübersnipen oder so. Ja, es geht. Aber der King Tower an ist, werden wir jetzt, glaube ich, nicht groß machen müssen. Er kriegt den Turm für. Oh, okay, interessante Fähigkeit. Ich auf die Nachthexe. Was ist das denn jetzt für ein Game, Alter? Ich habe mit vielem gerechnet, aber nicht mit sowas. Ja, ich würde sagen, der Turm ist zwar weg, aber wir können jetzt eigentlich ja voll reingehen. Das sind natürlich die Prinzessin auf dem Feld, die wir natürlich jetzt von hinten die Nachthexe auch killen. Das ist eher das Problem gerade. Wir hätten vielleicht mal den Skelly King auf die andere Lane bringen sollen in der Sekunde. Das wäre es eigentlich gewesen. Das war zu spät. Ich fasse es gerade nicht, gegen was wir gerade verlieren. Das Ding ist, wir hätten halt gerade eigentlich den Skelly King andere Lane bringen können und dann hätten wir ganzen Bats ausnutzen können. Komm, dann setzen wir erstmal einen Grabstein ein, bevor wir jetzt wieder so dumm reingehen. Okay, das ist jetzt ein richtig guter Grabstein für uns gewesen. Das ist entspannt. So. Ich hoffe, sowas passiert uns nicht nochmal. Damit habe ich jetzt halt echt null gerechnet, bin ich halt ehrlich. Aber das ist eine sehr, sehr weirde Aktion von ihm. Was soll das denn jetzt werden? Keine Ahnung, was der Mega Knight an die Brücke soll. Ich glaube, okay, gut, das. Also wenn das jetzt klappt. Oh, let's go, let's go, let's go. Ja, wobei, die 2 Level 13 Mauerbrecher connecten noch, aber es ist eigentlich fein. Wir können jetzt hier in die Drachenbaby reinbringen. Barbarenfass auf die Prinzessin, dass die weg ist. Das ist wichtig. Das ist ganz wichtig. So. Die Prinzessin müsste sterben. Das wäre wichtig. Und dann haben wir das, glaube ich, auch. Oh, die Fähigkeit zünden. Ich habe gepennt. Oh, das wäre wichtig gewesen. Wäre es eigentlich auch egal. Im Grunde genommen, was wir jetzt machen können, bringen schon mal einen Grabstein, dass er sich. Dass er sich überrennen kann, dann haben wir das. Einfach jetzt ruhig bleiben. Nochmal Bahnfass rein. Und das haben wir, sehr schön. Skelly King haben wir auch schon gesehen, auch eine defensive Karte ganz stark, aber vor allem auch offensiv in der Fähigkeit halt geil. Das beste Deck für Lockbait, also für Koboldfass und Prinzessin, ist das hier aktuell mit dem Infernoturm, Elektrogeist und Wächter. Und natürlich ganz klassisch mit dem Infernoturm. Okay, wir springen gegen Hawk. Ist eigentlich ganz entspannt. Mal schauen, halt nicht outcyclen lassen, ne? Okay, Gegner spielt einen Ritter, wir spielen mal direkt hier die ersten Wächter, würde ich sagen, davor. Prinzessin würde ich auf jeden Fall so gut es geht beschützen, ne? Sepp ist jetzt draußen, wir sehen halt jetzt die Stärke von dem Ganzen, ne? Der Typ hat Sepp und Lock, ich kotze. Warum spielt man Sepp und Lock? Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, dass da noch so kommen könnte. Ich weiß halt nicht, ne, aber an sich haben wir ja Infernoturm und Wächter, also es sollte ja hoffentlich passen. So, bringe ich den Infernoturm vielleicht ein bisschen spät, aber es geht. Hat er jetzt ein Lightning oder so noch, oder was kommt denn jetzt noch, frage ich mich. Ja, der Poison bringt ihm gar nichts. Okay, das ist natürlich jetzt sehr entspannt gewesen. Bringe das Koboldfass so ein bisschen nach hinten. Auch die Wächter würden auch Schaden machen, wenn er da jetzt nichts hat. Okay, also, bei diesem Deck müsst ihr einfach darauf gehen, immer wieder Koboldfässer cyclen, meine Prinzessin an die Brücke vielleicht auch versuchen und den Gegner auch so ein bisschen outcyclen, aber das ist halt alle Log spielen, ist halt echt nervig. Prinzessin ist an die Brücke ganz einfach so. Da muss er jetzt gleich einen Ritter drauf spielen, bringen wir schon mal den Infernoturm, holen da Value raus. Er ist dann auch in Ordnung. Jetzt haben wir guten Hit. Gute Hits rausbekommen. Er hat noch die Minions. Perfekt, auf jeden Fall. Sein Inferno bitte seinen Job machen. Hat er noch gesappt. Ja, auf jeden Fall dürfen wir das noch. Wir können natürlich jetzt versuchen, zum ersten Mal die Rakete zu cyclen, weil es jetzt ein bisschen zu riskant. So, jetzt ist es Timing, das wir brauchen. So, Inferno-Turm rein. Direkt das Koboldfass. Noch hier kurz gedefft. Jetzt hier den Elektrogeist vielleicht noch drauf. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, natürlich, dass wir auch einigermaßen deffen können. Schnell. Wächter, Wächter. Oh. War es so ein bisschen riskant gespielt, aber wir sehen, der Schaden hat sich gelohnt. Wir haben natürlich auch ordentlich Schaden kassiert. Ich denke aber, es war es wert. Es war so ein bisschen auf Risiko. Oh mein Gott, Alter. Okay, sehr geil. Lock ist wieder draußen. Das war ganz schön knapp. Poison kommt noch raus und den Sepp auch noch mitgehauen. Jetzt bringen wir direkt den Elektrogeist als Predict gegen die Bats. Und das sollte es damit eigentlich gewesen sein. Wir bringen auch noch eine Prinzessin. Soll's finishen. Und das ist es. Sehr geil. Wir kommen zum besten Deck für den Elixier-Golem. So ziemlich die meistgehasste Karte im Spiel mit der Heilerin, mit den Elite-Barbaren, Elektro-Drache und Wutzauber. Das Deck ist mit Abstand das Beste. Aber Elixier-Golem ist sehr schwach aktuell. Also mal schauen. Wir gehen direkt rein. Ich weiß, riskant, aber wenn er jetzt hier keinen Kite raushaut oder so und wenn jetzt der Heal-Geist überlebt und
und es healt, ist es übel krass. Wir machen halt den Inferno-Drachen. Ist ein bisschen riskanter, ich weiß, aber das ist so perfekt für uns. Oh mein Gott. So, und wenn jetzt auch noch den Inferno-Drachen den killt. Wir haben direkt gewonnen. Wir haben den Elixier-Golem nicht mehr eingesetzt. Hä, wie geil ist das denn bitte? Er schreibt einfach nicht schlecht. Okay, da würde ich sagen, wir warten es auch gar nicht so lange ab, weil wir hatten es doch auch schon, glaube ich, sogar eventuell Elixier-Vorsprung. Ich weiß es nicht, ob wir Elixier-Vorsprung haben. Das ignorieren wir. Und jetzt geht's ganz überraschend hier in den Knick. Und er spiegelt das in der Sekunde. Ich glaube, es ist sehr gut für uns. Jetzt haben wir einen Heal-Geist drauf. Der Elektro-Treffer trifft nicht beides, was geht. Das Ding ist aber halt, vielleicht hätten wir doch lieber die Pfeile mal jetzt an der Stelle rausgehauen, merke ich gerade, weil es. Aber wobei, wir kriegen auch den Turm. Es ist ein Tower-Trade-Safe. Wenn wir einen Turm kriegen, ist perfekt. Oh mein Gott, okay, ich will nichts sagen. Alles super. Wir haben nochmal den anderen Turm auch noch bekommen. Jetzt hier halt optimal. Ne? Der wird immer gestunt. Schön. Wir hauen nochmal einen defensiven Boot-Zuber einfach rein. Das Deck ist halt so ekelhaft, muss man auch ehrlich sein. Wir lassen den Turm fallen. Eigentlich wollen wir jetzt eh nur noch defensiv bleiben mit Doppel-Elixier-Phase. Wir haben ja eh gewonnen. Also muss man halt so klar sagen. Ne? Was wir natürlich aber auch machen können, ist den hier einfach in andere Lane reingehen. Sehr schön. Er kann nicht spiegeln. Damit rechnen wir jetzt auch und bringen Fallpredict. Nein! Lol, hat er das erwartet? Da war es smart von ihm. Jetzt müssen wir echt mal auf. Sekunde mal, verkacken wir jetzt gerade noch? Wir müssen jetzt irgendwie was machen, schnell. Mal einen Wutzuber vielleicht oder so auf ganz safe. Das können wir ignorieren, das passt. Aufpassen nochmal gerade. Wir sind gerade nochmal dabei, hardcore zu verkacken, aber der Elektro-Drache carried anders. Okay, schade. Fallpolik hätte immer ganz schön kritisch werden können, aber wir sehen, das haben wir. Ja, die erste Aktion war es halt einfach schon. Sehr, sehr, sehr nice. Elixier-Golem, nächster Win. Damit haben wir jetzt 9 Siege, einen Sieg auch für die legendäre Königstruhe. Wir hatten einen Disconnect und einmal hatten wir den Sound nicht. Abgelenkt. Damit kommen wir jetzt hier zum Klassiker mit Hawk 2.6. Das bedeutet, ihr kennt es, ne? Hawk Cycle, wir legen los. Auf geht's. Hawk 2.6 ist das beliebteste Deck im Spiel, aber auch so ziemlich das schwierigste, würde ich sagen. Also einer der schwierigsten Decks. Ist wirklich nicht leicht zu beherrschen. Gegner spielt den Nachthext. Ich würde sagen, wir bringen Skellies und einen Eisgeist. Damit sollten wir den Holzpfeiler schon mal entspannt ausschalten. Machen hier schon mal ganz gute Trades und können jetzt hier. Können wir die Nachthexte kiten? Ich mache einfach auf Safe Zone Play. Mit Hawk müsst ihr in den ersten 2 Minuten Druck machen. Ich glaube, so viel ist klar, ne? Und halt immer wieder reingehen, so gut es geht. Musketieren, Kanone in der Defensive beschützen. Das ist auch sehr wichtig. Und ich glaube, hier können wir einfach jetzt den Hawk auf die andere Lane bringen. Und das war halt ein gutes Timing, ne? Er wird wahrscheinlich jetzt einen Nado spielen, gehe ich mal von aus. Oh nee, der spielt Chloron, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Nein. Egal, okay, Musketieren rein. Gleich eine Kanone. Das ist in Ordnung. Hier immer schön beschützen, ne? Und ich würde sagen, hier ist sogar ein guter Zeitpunkt, jetzt mit dem Hawk reinzugehen. Ist natürlich jetzt sehr, sehr offensiv, aber ich glaube, es ist ein gutes. Ja. Wisst ihr, machen es halt Druck. Die Musketieren wird es halt ihn komplett zerschnetzen gerade, wisst ihr? Der Eis ist halt für euch jetzt nicht so smart, merke ich gerade. Nein, die Skellies. Ich brauche eine Kanone noch. Das habe ich jetzt verkackt. Das war ein eventuell ein folgenschwerer Fehler. Da haben jetzt halt immer sehr viel Elixier reingehauen. Das wird wahrscheinlich auch eine Skarmie kommen, wenn ich die jetzt loggen muss. Ist echt eklig. Bei dem kommt es halt sehr auf Elixier-Effizienz an, sage ich mal. Und dann in so ein Dings rauszuhauen, ist halt nicht so geil. Und die Kanone ist halt aus dem Cycle auch raus. Wir müssen es auf jeden Fall direkt auch die Nachthexte ausschalten. Es kommen hoffentlich keine Bats mehr raus. Sehr gut, genau. Aber so ziemlich alles könnte klar gehen. Ist natürlich der Klon. Ja, der tut mitfallen. Ich hasse ihn aber auch, dieses dumme Klondeck, Alter. Okay, was wir jetzt machen werden, ist ein Hawk und direkt ein Log-Projekt. Hoffentlich haben wir Glück und er haut die Skarmie rein. Nee, eine Holzfäller. Kann die Musketieren bitte nicht sterben? Das wäre nett. Nee, egal. Wir haben noch lange nicht verloren. Wir können das gewinnen. So, Musketieren wieder rein. Ich hau schon mal den Feuerball rüber, würde ich sagen. Ich treffe auch, sehr gut. Ich dachte, ich treffe nämlich nicht. Wir müssen halt Log Predict machen. Sonst wären wir. Genau, sehr geil. Okay. Wenn nämlich die Skarmie bringt, haben wir sonst verkackt. Aber das ist natürlich. Das ist optimal. Sehr, sehr nice. Okay, jetzt sind wieder alle Möglichkeiten offen. Der Gegner ist jetzt sehr, sehr mutig hier und scheint jetzt hier vorzuhaben, auf 3 Kronen zu gehen. Dann machen wir jetzt hier den Play, würde ich sagen. Kriegen jetzt hier die nächsten Musketieren. Ich hau nochmal Skellies für die Musketieren. Die Musketieren überlebt inzwischen schon eine halbe Stunde. So, jetzt ist halt trotzdem hässlich und halt der nächste Golem rein. Ne? Das ist halt jetzt echt gemein. So. Jetzt habt ihr die Kanone. Der Hawk muss immer rüberlaufen. Die Musketieren überlebt die ganze Zeit. Das ist halt sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, können trotzdem nichts machen, oder? Es ist so gemein. Was soll ich denn machen, Alter? Was soll ich denn machen? Problem war, dass wir einfach schon ursprünglich den Turm verloren haben. Danach war es halt sehr schwierig. Wir müssen jetzt alles gewinnen für die 15 Wins. Ja, wir hatten an der einen Stelle die Skellies gefailt, aber eigentlich hätten wir es schon schaffen können. Okay, wir kommen zum besten Deck für die Königsschweinchen. Das ist dieses hier. Mit dem Erdbeben, der Kanone und der Queen. Wenn ihr die Queen nicht habt, ganz einfach wieder Musketieren oder Elektromagier am besten. Ich habe gerade überhaupt keinen guten Cycle. Was wir jetzt machen müssen, würde ich sagen, ist hier eine Luftpost. Bringen jetzt hier einen späten Erdbeben und müssen wir auch noch loggen? Nee, kann ich die loggen müssen, aber es ist zu spät. Wir müssen Schaden passiert. Gegner spielt Valkyrie. Also wenn es als ersten Play Friedhof reingeht, ist halt Feuerball, Valkyrie und Skelly King. Direkt als ersten Play einfach Friedhof reinzubringen, finde ich immer so doof, ne? Also, das kann ja nichts werden, ey. Was wir jetzt machen, ist natürlich abwarten, dass die Queen zünden, so schnell es geht. So, zack, perfektes Timing. So, das war jetzt sehr gut. Und ich glaube, man muss die Queen noch verteidigen jetzt. Seid ihr die Wahl? Welches? Oh, also der kann Elixier. Queen defensiv ausnutzen. Dann die Schweinstamm Druck zu machen und er trifft nicht mal den Feuerball. Wir blocken den jetzt komplett an der Brücke ab. Wir lassen es gar nicht zu, dass er irgendwas machen kann. So, ganz wichtig bei Friedhof, ne? Einfach nicht zulassen hier, dass er hier gerade reingehen kann. Wir loggen es mal weg. Was wir jetzt machen, ist tatsächlich Schweinstamm auch schnell davor schieben. Oh mein Gott, wir können die Queen noch zünden. Wir können die Queen echt noch zünden. Ich fasse es nicht. Es ist die Queen auch noch gezündet worden. Jetzt haben wir die nächste Kanone wieder.
Einfach jetzt immer wieder Druck machen. Scanne ich schon mal hin. Ja, es war klar. Jetzt können wir einfach abwarten, würde ich sagen. Wir bringen nochmal ein Erdbeben, würde ich sagen, auf ganz safe, defensiv. Nochmal Feuergas. Jetzt einfach nochmal Druck machen mit den Schweinchen. Wisst ihr, dass er nicht reingehen kann? Einfach nochmal Luftpost drauf, Queen gezündet. Das haben wir. Sehr nice. 10 Siege haben wir safe. Wenn wir jetzt alle Games gewinnen, dann schaffen wir das noch, ne? Das beste 3-Musketiere-Deck ist mit dem neuen Spiegel. Der kann die 3-Musketiere auf Level 13 spiegeln. Dazu natürlich Pumpe, die Elite-Bahn und den Golden Knight. Wenn ihr den Golden Knight nicht habt, ganz einfach wieder Ritter spielen, würde ich sagen. Banditin ist vor allem sehr stark. Rambuk wird auch gehen, um Druck zu machen. Stimmt. Oh je, was wird das denn jetzt? Wir bringen mal sogar einen Heal-Gast. Der Push ist halt, er wird wahrscheinlich zwei Valkyrie bringen oder sowas, schätze ich mal. Perfekt, er hat einen Mega-Ritter. Kann einer Tor mithelfen? Yes, perfektes Placement, so muss das. So, das Wichtigste in den ersten 2 Minuten, wir müssen Pumpen stacken, ne? Genau, das machen wir jetzt auch. Erste Pumpe wird gesetzt. Golden Knight am besten zünden, um Druck zu machen. Auch Königsgeist, um Druck zu machen. Ebabs eher defensiv nutzen. Und er nutzt auch einen großen Gräber, das ist perfekt für uns. So, bringen erstmal Barbarenfass, würde ich sagen. Er kann jetzt theoretisch die Fähigkeit nutzen, vielleicht gar nicht mal so doof. Was machen wir jetzt am besten? Ich würde sagen, wir bringen jetzt direkt einen Königsgeist an die Brücke, dass der Bomber so schnell es geht weg ist und er keinen Hawk davor bringen kann. Und jetzt ist halt ein bisschen tricky. Bringen mal die 3 Musketiere nach hinten. Wenn er natürlich jetzt einen Spell hätte, wäre es natürlich hässlich. Ich hatte halt keine bessere Wahl. Ich wollte jetzt keine Ebabs jetzt in Dings reinsetzen, ne? Das Geile ist halt jetzt, er muss es hier in Mega-Ritter einsetzen. Die Musketiere auf der anderen Seite wird es auch noch total brutal gefährlich finden werden. Und was wir jetzt machen, ist das hier. Und das ist besser, als man denkt. Ebabs defensiv, da wird jetzt nur einer nämlich angegriffen. Bringen jetzt noch einen Heal-Geist nach. Und ich würde sagen, jetzt sind wir besonders brutal. Und statt jetzt irgendwie offensiv reinzugehen, bringen wir jetzt einfach die nächste Pumpe. Und das ist halt das Krasse bei diesem Deck. Theoretisch könnten wir die Pumpe jetzt auch noch spiegeln. Würde ich jetzt gerade aber eher nicht machen. Wir machen es einfach. Jetzt haben wir 2 Full-Pumpen auf dem Feld. Er hat schon mal auch keinen Zauber. Das heißt, wir können nochmal krasser halt panischen mit den Pumpen. Und die Pfeile sind halt wirklich heftige Verzweiflung, muss man ehrlich sagen. Mal schauen, was das so macht. Jetzt bringen wir 3 Musketiere und jetzt eben auf beiden Seiten Druck mit 3 Musketieren, ne? Ganz einfach. Doppel-Elixier-Phase ist unser Ding. Kriegen wir jetzt einen Königsgast. Wir splitten jetzt die Ebabs auf, hätte ich gesagt. Und jetzt bin ich halt echt gespannt. So, jetzt können wir hier den hier machen. Ist in Ordnung. Ist ein guter Jump natürlich gewesen. Dann werden wir gleich die nächsten Ebabs einfach. Dann passt das. Die nächsten 3 Musketiere, meine ich. Seht euch die 3 Musketiere jetzt an. Nächsten 3 Musketiere sind auf dem Feld und jetzt bin ich gespannt, wie er das Ganze deffen will auf Dauer. Ich würde sagen, wir bringen jetzt hier einen Heal-Geist nach. Hauen jetzt hier. Oh, das war jetzt nicht das beste Timing, glaube ich. Der jumpt natürlich jetzt auch rein, aber die werden noch kurz gehealt, glaube ich zumindest. Das passt. So, jetzt hier den nächsten Königsgeist. Und was wir jetzt machen können, ist einfach Druck. Jetzt hier ein Golden Knight auf der anderen Seite. Ihr seht halt, was ich meine, ne? Durch den Elixiervorsprung. Ihr seid praktisch unschlagbar. Er kann nicht beide Seiten deffen. Das ist viel zu viel Elixier, was wir an Vorsprung haben. Beide Seiten würden fast fallen und wir gewinnen das. 11 Siege haben wir damit. Wir kommen zum besten Deck für Lava-Hund. Und hier haben wir tatsächlich wieder den Skelly King drin. Also die meisten Decks aktuell mit Skelly King wirklich stark. Ich würde euch aber eher empfehlen, wenn ihr halt keinen Skelly King habt, ne? Valkyrie ist noch sehr stark auf dem Boden. Oder was auch geht, sind Wächter, die immer gehen. Okay, Lava-Hund ist auf jeden Fall ein Deck, was auch in der Doppelten ziemlich gut ist, damit sich den besten Cycle. Ich glaube, wir warten besser ab. So, Gegner spielt scheinbar Lockbait. Wahrscheinlich dann mit Inferno-Turm, müssen wir echt sehr vorsichtig sein. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, bin ich ehrlich. Da müssen wir wirklich drauf achten, dass wir uns die Pfeile für die Prinzessin aufheben und dann mit Tunnelgräber an den Lava-Pups irgendwie arbeiten. Er hat auch einen Golden Knight, okay. Also, es kann echt hässlich werden, wir werden es mal sehen. Ich bringe jetzt einen Mega-Minion hinten und vielleicht haben wir Glück und er setzt den Golden Knight Charge ein, aber ich denke mal eher nicht. Ah, doch, das ist nett von dir. So, dann blocken wir den und bringen hier einmal Pfeile. Dann gibt es hier nämlich einen Tunnelgräber davor, würde ich sagen. Das ist auch entspannt, sehr schön. Und jetzt ist die Fähigkeit, das muss nämlich echt aufpassen. Das ist nochmal sehr gut. Die sind auch instant nämlich jetzt down. Und wenn er jetzt keinen Lock hat, haben wir sowieso so gut Wege. Okay, es kommt zu spät. Egal, Lakai. Ja, das seht ihr halt. Das Geile bei diesem Deck ist halt mit diesem Skelly King teilweise noch, dass ihr damit auch Druck machen könnt und Türme holen könnt. Okay, das ist kacke. Wobei, eigentlich ist es nicht schlimm. Wir haben einfach eine Flugmaschine auf die Seite. Die kann dann zumindest auch noch ein bisschen mithelfen. Wir kriegen natürlich ein bisschen Schaden. Aber dafür haben wir auch eine Full-Life-Flugmaschine, die er deffen muss. Also. So, bring einen Charge, bitte. Ja, der haut ihn aber auch echt ein bisschen arg offensiv raus, muss man ehrlich sagen. So, was machen wir? Ich würde erstmal aufpassen, weil er natürlich genau einen Inferno-Turm spielen kann. Bringen wir noch einen Tunnelgräber, würde ich sagen, zum Tanken davor. Bringen eine Flying Machine nach. Und dann müsste das eigentlich hinhauen. Prinzessin mit Pfeilen ausschalten, wie angesprochen, ne? Dass sie hinten dran nicht die ganzen Lava-Pups ausschalten kann. Und dann sehen wir halt, mit dem ganzen Lava-Hund plus Tunnelgräber-Push kann man halt schon sehr, sehr krass Druck aufbauen. Bring noch sogar Scaly Drags rein, würde ich sagen. Auf Safe. Jetzt hier würde ich eigentlich gar nicht mehr offensiv gehen. Wir spielen es komplett auf Ernst aus und machen es hier den Skelly King defensiv, dass er den Turm nicht holen kann. Und dann ist es halt sau entspannt. Er kann halt wirklich absolut gar nichts machen. Ihr seht das hier. Treffen wir die Prinzessin, habe ich verkackt. Oh, die Pfeile waren so schön. Flugmaschine und das ist ein 2-0. Das war saftig. Das ist das Stack. Let's go. Ja, das schaffen wir. 12 Siege, 15 sind drin. Oh, Blitztruhe kriegen wir schon. Komm. Nein, nein. Oh, Bora noch so low. Ja. Perfekt. Wir kommen zum besten Deck für den Minenwerfer und das aktuell dieses Deck. Ist eine Mischung aus Miner, Poison und Mortar. Der Skelly King ist wieder ersetzbar mit der Valkyrie, ne? Eigentlich in jedem Matchup. Okay, wir starten rein. Gegner spielt jetzt hier schon mal ganz entspannt das Drachenbaby. Okay, sieht für mich ganz stark nach Golem aus. Ich hoffe, dass jetzt hier kein Nado oder sowas spielt, aber wenn er jetzt hier natürlich... Alter, ich kotze. Genau in der Sekunde bringt er natürlich ein Nado. Das war halt klar, aber wenn er schlechtere Reaktionen gehabt hätte, wäre es krass gewesen. Aber hat er echt gut gemacht, muss man ihm auch lassen. Okay, er spielt einen Bomber. Er muss auch immer setzen gegen die Musketieren. Perfekt, dann würde ich sagen, bringen wir jetzt... Also, ich meine, er hat gerade 4 Elixier rausgehauen, was wir da jetzt machen. Das sind richtig gute Hits für Mortar. Ich weiß nicht, ob man das so spielt, aber der Schaden ist halt krass. Okay, es sind nur 2 Hits, dann war es vielleicht auch nicht wert. Mit einem dritten wäre es, glaube ich, gewesen. Aber mit 2
Weiß ich jetzt halt nicht. So, was wir jetzt eigentlich machen müssen, ist Druck. Aber ist es dann der Play, da so reinzugehen mit dem Tunnelkribber? Weil der Tunnelkribber macht ja inzwischen überhaupt keinen Druck mehr, aber hat er eh keinen Schaden. Dann würde ich sagen, kriegen wir jetzt einen Skelly King und danach den Mortar. Okay, das passt. Er hat einen Lightning. Der Lightning fehlt ihm jetzt aber ganz schön fett gerade. Das ist sehr gut für uns. Dann bringen wir jetzt Bats defensiv und ich glaube, die Bats machen jetzt einen Hammerjob hoffentlich. Außer wir jetzt einen Nado rechtzeitig haben. Ich glaube, die Bats machen das einigermaßen. Sehr schön. Er muss jetzt einen verzweifelten Nado bringen. Und das ist es halt einfach. Das ist es halt komplett. Sehr, sehr geil. Wir loggen ihn nochmal zurück, würde ich sagen. Haben wir einigermaßen verteidigt bekommen, weil es trotzdem nicht optimal gespielt. Okay, ich bringe schon mal Musketieren hinten einfach, um Druck zu machen. Ich hau schon mal den Mortar raus. Er bringt jetzt hier einen Prinzen. So, was wir jetzt vorhaben, wir wollen jetzt einen guten Skelly King. Okay, das war jetzt natürlich dumm von mir. Ich habe mir echt diesen Value noch angeboten. Es hat auch regelrecht nach dem Lightning geschrien. Schnell! Alter, ich hab gepennt. So, muss eigentlich jetzt einen Nado bringen. Macht er nicht. Okay, das ist in Ordnung. Jetzt werden die ganzen Skellies eingesammelt. Was wir jetzt halt machen können, ist einen brutalen Poison drauf spielen. Es wird es hässlich für ihn auf jeden Fall. Wir werden jetzt gleich die Fähigkeit nämlich zünden. Warten sie ab. Fähigkeit wird jetzt gezündet. Kommt ein bisschen später, aber sollte klar gehen. Die Bats sind auch noch am Start. Er muss jetzt eigentlich einen Nado spielen. Und der Nado passt halt nicht perfekt. Wir sehen es hier. Das ist halt ganz, ganz kritisch mit dem Nado. Jetzt können wir halt hier die Bats reinspielen. Der Nado ist aus dem Cycle. Skelly King einfach absolut broken. Wir hauen sogar noch einen Lock hier raus. Einfach nochmal um Schaden zu machen. Bringen den nächsten Tunnelkörper rein. Das ist komplett OP. Wir bringen noch eine Musketiere rein. Ich glaube, die macht das schon. Und jetzt ist es eigentlich over. Wir können Poison Cycle, wir können Kampfholz bringen. Eigentlich haben wir jetzt gewonnen. Außer, nee, das war's. GG. Geil. Damit sind wir jetzt bei 13 Siegen und wir haben noch 2 Win Conditions. Also müssen wir jetzt beide Runden gewinnen und dann hätten wir es geschafft. Wir haben jetzt das beste Königsriese-Deck mit der Queen, dem Königsgeist und dem Elektrogeist. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr die Queen wieder nicht habt, wieder Musketieren oder am besten die Elektromagier zu spielen. Gegner kommt aus Deutschland. Okay, das ist interessant. Ah, nicht die besten. Ah, das Lore wird jetzt auch nicht alles ausschalten. Das kann es echt hässlich werden. Ich habe jetzt eine Panic Queen reingespielt, sage ich mal. Alter, wie viel Value hat er mir gerade bitte für die Queen gegeben? Wie geil ist das denn? Es gibt einfach einen defensiven Königsgeist da drauf. Der wird jetzt unsichtbar. Wir spielen jetzt den fettesten Königsriesen zum Tanken rein. Und wenn er jetzt... Oh, das reicht nicht. Wenn jetzt der Königsriese tanken könnte, wäre es richtig wichtig. Das ist so gut. Das ist so gut. So, reicht der Fischer einigermaßen aus? Der hat doch die Dings in doch die Skellies gekillt. Ah, guter Feuergeist. Lass ich ihm. Okay, ich will eine Queen hinten. Königsriese vor allem an die Brücke bringen, um Druck zu machen, ne? Ich hätte wissen müssen, dass er Rakete spielt. Shit. Okay, ich bin mit Königsgeist hinten. Ah, ist halt wieder brutaler Schaden, ne? Aber wir kriegen jetzt, glaube ich, den Königsriesen nicht davor gequetscht. Perfekt, okay. Ist jetzt echt hässlich. Er hat jetzt Angst, kein Elektrogeist. Er hat noch ein Inferno, tut mich kotzt. Ganz ehrlich, ich könnte mir vorstellen, dass es ein Snipe ist sogar. Ich weiß es aber halt nicht, ne? Aber es ist halt schon sehr, sehr weird, dass es ausgerechnet so ein komisches Deck kommt. Das ist jetzt ein Free Lightning, ne? Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, den nehmen wir gerne mit. Fischer defensiv. So. Okay, interessantes Placement. Macht er gut. Ja, Lore kommt natürlich jetzt wieder zu früh. Ist halt wieder Schaden, der unnötig ist. So, und Star Queen zünden, ganz wichtig jetzt. Sehr schön. Ja, gutes Lore-Timing. Oh, das war stark. Ja, macht er auch gut. Ich weiß auch echt nicht, was ich machen soll bei dem Deck. Es ist echt grauenvoll. Ja, schlecht immer von ihm eigentlich sogar, was bringt uns echt wenig. Problem ist halt, wenn wir den Inferno-Turm mit Splitzen. Was soll ich halt groß machen? Ist halt sauteuer, das ist halt das Problem, wisst ihr? Okay, das ist... Ja, nee, bringt uns nichts. Er war ein guter Lightning, aber ich schreibe auch schon ein gutes Spiel. Ich kann halt absolut nichts machen bei diesem Matchup. Log rein. Letzte Chance, nee. Das passt. Damit kommen wir zur letzten Win-Condition mit Riese. Und das hier ist das beste Deck. Riese Double Prince mit dem Tunnelgräber. Auf geht's. Wir spielen scheinbar hier direkt gegen Pekka Inferno-Drache. Alter, willst du mich verarschen? Ich spiele bitte Pekka Inferno-Drache, hä? Wir müssen jetzt einen guten Zap erstmal timen, würde ich sagen. Oh, Junge. Er ist halt, wobei wir immerhin haben wir einen Evos gegen den Inferno-Drache. Der Pekka ist aus dem Cycle, also vielleicht geht es ja. Also wenn er jetzt noch einen Lightning spielt, dann kotze ich. Wie das geht. Was zur Hölle? Hat er auch irgendwas, was nicht gut gegen Riese ist? Oder gegen Tanks? Das gibt's. Will er mich komplett verarschen? Das kann doch nicht ernst gemeint sein jetzt. Okay, wir gehen jetzt einfach rein, ignorieren den Baby drin. Weil jetzt sind ja gerade alle seine komischen Tanks raus. Er hat noch E-Bubs. Er hat einfach noch E-Bubs. Nee, sorry, also das kann nicht sein. Pekka, Inferno-Drache, Tesla, E-Bubs. Aber vielleicht haben wir jetzt eine Chance. Mit ein bisschen Glück, wenn wir den rechtzeitig haben. Das kann jetzt auch gut werden, wenn er jetzt kein Pekka... Er hat mal Kyo noch. Nee. Yo, E-Bubs, Tesla, Pekka, Inferno-Drache. Entspannt auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was wir da machen sollen. Also einen Riesen reinzubringen, wäre eigentlich ein Fehler, glaube ich, bei dem Matchup. Alter, ich muss gerade kurz konzentrieren, Sekunde. Die Pfeile gemisst. Wie kann man Pfeile missen? Let's go. Okay, das ist unsere Chance. Lass uns den Dark Prince tanken. Ich hasse diese Spielweise, die er wirklich hat. Dark Prince Pass. So, zack. Wir sind dran. Ganz ehrlich, wir serben, das lohnt sich. Und jetzt beschützen wir den Ewus. Und ich hau ausnahmsweise sogar Pfeile drauf, auch wenn es Lost aussieht. Das war gut. Die Pfeile von ihm waren Lost. Wenn jetzt der irgendwie überlebt nicht, aber ist egal. Das ist sehr gut, der ist wieder dran. Wir müssen halt immer wieder mit dem Niner chippen, was anderes können wir nicht machen. Und dürfen ihm keinen Feuerball-Value bieten. Ey, es wird so schwer und brutal werden, Alter. Dark Prince noch rein. Soll halt den Ewus jetzt beschützen gleich. Eigentlich so oft, es geht einfach den Ding spam. Das ist das Smarteste, was wir machen können. Das waren übel schlechte Pfeile, sehr gut, die sind wieder dran. Jetzt machen wir einfach einen Double Prince Push. Jetzt gerade der Packer auch raus. Bring einfach mal Pfeile jetzt hier drauf. Ich treffe den Tesla nicht, ich bin doof. Zack. Sehr nice. Und wieder ein defensives Mega-Minion. Und der Tunnelkräber ist die ganze Zeit dran, das ist so gut. So, nächster Prinz. Verzweifelt langsam. Das ist ein Versuch, aber mehr auch nicht. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. So, jetzt hier nach vorne. Immer wieder das Placement ein bisschen wechseln. Feuerball kommt rein, bringt ein wenig. Wir serben den, schnell. Boah, das ist ein guter Zap.
Oh, let's go. Ich hab schon GG. Er weiß schon, dass es vorbei ist. Alter, gegen Pekka. Tessa Ebabs gewonnen. Sehr, sehr nice. Damit kommen wir jetzt hier zu einer Belohnung. Kriegen erstmal die Nachthexe und sind damit schon fast bei Level 14. Die Hexe kriegen wir auch. Wutzauber kriegen wir auch oben drauf. Giftzauber, okay. Riesentruhe kriegen wir auch noch. Tessa, Prinz. Ja, viele Sachen werden wir schon max. Dartgoblin auch nochmal oben drauf. Und damit kommen wir jetzt hier zur längeren Königstruhe. Die Joker kriegen wir, okay. Königsriese, Pfeile, okay. Ballon ist fast max, okay, das ist sehr gut. Und wir kriegen sogar einen Champion, stimmt. Inzwischen gibt es noch Champions. Nachthexe auch fast max, eine Nachthexe. Das wäre noch optimal und jetzt noch ein richtig guter Champion. Und wir kriegen... Ich hätte lieber die Queen gehabt oder den Skelly King, ehrlich gesagt. So viel zum heutigen Video. Schaut wie immer gerne ab schon vorbei, da sind noch weitere Videos verlinkt. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für jeden Support. Und ja, bis zum nächsten Video. Ciao.